Can You Smell What the Rook is Cooking? Ist eine kleines bisschen abgewandelte Catchphrase eines bekannten US-Wrestlers oder Schauspielers, nämlich von Dwayne The Rock Johnson. Ja? Und seine Catchphrase war immer Can You Smell What the Rock is Cooking? Und das war so naheliegend, ja, dass ich aus Rock Rook gemacht habe, Türme. Und mit den Türmen wollen wir uns heute beschäftigen. Und dazu schauen wir uns drei Beispiele an. Und wie man mit Türmen umgeht, respektive nicht umgeht. Also, auf geht's. Und damit herzlich willkommen zurück beim Schachstrategen. Wenn du Interesse daran hast, ein besserer Schachspieler zu werden und nicht davor zurückschreckst, selber dein eigenes Köpfchen, die eigene Engine mal anzustrengen, dann bist du hier genau richtig. Und wir schauen uns heute mal drei Beispiele an, und zwar Türme. Hier erstes Beispiel sehen wir, der Schwarze hat gerade mit seinem Turm auf die zweite Reihe, greift den Bauern an, und diese drei Beispiele sollen so als mahnendes Denkmal, wie auch immer, dienen. Einer der bekanntesten Fehler und wahrscheinlich da die Ursünde in Endspielen schlechthin. Wir kennen alle die Turkmenistan-Regel, zumindest wenn wir schon länger auf dem Kanal sind. Turkmenistan, ja, T für Turm, K für König und M für Material, auch in dieser Reihenfolge zu bewerten. Sprich, die Turmaktivität ist höher zu bewerten als die Königsaktivität, die ist wieder höher zu bewerten als das Material und der Turm natürlich sowieso höher als Material. Und ich sehe hier unfassbar oft in Partien, in Stellungen wie diesen, dass der Weiße auf einmal anfängt, denkt, oh, ich muss hier meinen Bauern bewachen. Ja? So, und jetzt schaut euch das mal hier an. Ja? Der Turm super, super passiv. Ja, und dann ist aus Turkmenistan, wird aber ein ziemlich kleines Land hier, wenn ich auf einmal hier so passiv spiele. Ja? Und dann fängt Schwarz an, hier die Bauern festzunageln, irgendwann gerade ich in Zugzwang. Und dann sind trotzdem irgendwann irgendwelche Bauern weg. Und das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und deswegen bitte unbedingt versucht, aktiv zu spielen. Ja? Turkmenistan, Turm aktiv spielen. Und was ihr hier unbedingt spielen solltet, ist irgendwie eine Aktivität gegen Angriff, gegen die gegnerischen Bauern. Und selbst wenn bei diesem ganzen Massenabtausch unterwegs irgendwie ein Bauer verloren geht, ist das immer noch halb so schlimm, weil Turmenspiele mit einem Minusbauern kann man oft Remis halten. Ja? Zum Beispiel für die Durchstellung. Und hier sollte man ja also unbedingt aktiv spielen. Zum Beispiel Turm D7, den König von der siebten Reihe zurückdrängen. Auch das ist eine kleine Gemeinheit sozusagen, die wir noch einbauen. Wir könnten hier auch sofort Turm D6 spielen und den Bauern angreifen. Überhaupt gar kein Problem. Aber diese kleine Feinheit, dass wir den König nochmal einmal von der siebten Reihe zurückdringen, dass er hier nach F8 geht zum Beispiel, und dann gehen wir nach D6. Und jetzt greifen wir nämlich nicht nur zwei Bauern an, sondern im Fall der Fälle braucht dieser König eben jetzt mindestens nochmal ein Tempo, um wieder auf die siebte und dann eben entsprechend auch noch mehr Zeit, um aktiv zu werden. Ja, und die Zeit wollen wir ihm natürlich gerne beschaffen sozusagen, ja. Jetzt geht er wieder zurück. Jetzt haben wir die gleiche Stellung, wie als wenn wir sofort Turm 6 gespielt haben, nur wir sind wieder am Zug. Und jetzt können wir den Bauern schlagen, ja, und dann schlägt er unseren. Und dann treiben wir den wieder zurück. Ja, und dann können wir im Zweifelsfall sogar versuchen, mit unserem König aktiv zu werden, Turkmenistan. Ja. Und vielleicht geht sogar noch was, wenn der Gegner hier überhaupt gar nicht aufpasst. Ja, zum Beispiel hier so mit Turm B3 anfängt Schach zu geben. Ja. Auf einmal laufen wir hier rein und dann wird es für Schwarz gefährlich. Natürlich ist das nicht erzwungen, ja, aber allein dieses Bild, dass wir hier noch eine gewisse Aktivität haben und vielleicht sogar noch gewinnen können, im Vergleich dazu, dass wir den Turm super passiv stellen mit Turm B1, ja, denken so, oh, und da verlieren wir quasi mit garantierter Sicherheit jedes Turmenspiel, wenn wir so passiv spielen. Da, beim zweiten Beispiel, wollen wir uns mal anschauen, ist es, naja, ähnlich, aber noch nicht ganz so dramatisch, denn der Turm ist noch nicht auf die zweite Reihe eingedrungen. Und wir sind mit Weiß am Zug. Und hier können wir mal gucken, wir haben einen Bauern mehr, okay. Aber, naja, noch nichts entschieden. Und ich sehe hier auch wieder ganz, ganz oft Weißspieler, die sagen, oh, der Turm droht auf die zweite Reihe, ich mache mal erstmal hier vorsichtig auf die zweite Reihe passiv verteidigen. Ja, dann kommt der Turm halt selber trotzdem aktiv
irgendwie hier rein. Und selbst wenn ich diesen Bauern vorschiebe, ja, und diesen Freibauern bilde, bis der durch ist, das dauert. Zumal der schwarze Turm jetzt super, super aktiv ist. Er greift den B2 an. Ich kriege den Turm nicht mehr von der zweiten Reihe runter. Ich decke meinen B7 Bauern, falls da mal irgendwelche Angriffe kommen. Schwarz kann auch mit B5, B4 irgendwann mal versuchen, diese Bauern anfangen abzutauschen. Auch das würde ja dem Schwarzen helfen, dem Remis näher zu kommen. Also diese passiven Züge, ja, es ist furchtbar, es ist wirklich furchtbar. Macht doch lieber was Aktives mit eurem Turm. Zum Beispiel entweder nach E1 oder nach C1 gehen, um eben, falls der Turm hier auf die zweite Reihe geht, jetzt kommen wir auf die siebte Reihe mit Schach und dann schlagen wir den Bauern und decken auch noch unseren Bauern. Das sieht ja schon mal ganz anders aus. Ne? Und deswegen kann der schwarze Turm jetzt nicht aktiv werden. Das heißt, der muss jetzt hier passiv auf der siebten Reihe hier irgendwo fahren. Ja, zum Beispiel so. Er kann hier auch nicht nach D3 gehen, um hier nach B3 zu gehen, weil eben wieder eben dieses Schach kommt. Ja? So, das heißt, der Turm muss auf der siebten Reihe pendeln. Und wir können unseren Turm weiter aktivieren. Warum nach C5? Nun, weil der schwarze Turm kann nur passiv bleiben. Jetzt gehen wir nach B5. Aha, halten den B7 im Auge, sodass der Turm jetzt immer noch nicht wieder die zweite Reihe betreten kann. Und dann greifen wir sogar noch die nächste Schwäche an, den A4. Den kann er gar nicht mehr decken. Weder mit B5 noch mit dem Turm, sonst irgendwie. Dann gewinnen wir einen weiteren Bauern. Und dann haben wir zwei mehr Bauern und dann erhöht sich unsere Gewinnwahrscheinlichkeit doch drastisch. Und alles nur, weil unser Turm hier im ersten Zug aktiv ist und den gegnerischen Turm nicht aktiv werden lässt. Ein Riesenunterschied, der im Ergebnis ja, zwischen Remis oder Sieg sich dann widerspiegelt. Und als drittes Beispiel nochmal dieses Beispiel hier. Und ja, hier sind noch ein paar Bauern mehr auf dem Brett, überhaupt gar keine Frage. Unser Turm steht auf der siebten Reihe, super. Wir drohen hier einige Bauern zu schlagen. Unglücklicherweise ist auch dieser Turm hier sehr, sehr aktiv. Und vielleicht mal hier auf A3 zu schlagen oder so. Und hier könnt ihr wieder kurz reingucken. Was spielt ihr hier mit Weiß? Und wer auf die Idee kommt, ja, schaut mal eben hier, wir haben hier nur eine offene Linie. Und wer auf die Idee kommt, diese Linie nur wegen eines blöden kleinen Bauern aufzugeben. Ja, der gehört direkt verhaftet. Denn schaut mal, Türme in ihrer Aktivität sind ja unfassbar wertvoll. Der schwarze Turm hier auf E8 steht super, super passiv. Ja, was macht er da? Nix. Wenn wir ihm jetzt die Gelegenheit geben, die C-Linie zu besetzen und auf einmal hier super aktiv zu werden, dann würde Schwarz mit Kusshand diesem Bauern freiwillig herschenken. Und das machen wir natürlich nicht als Weißer. Wir sorgen dafür, dass der Turm nicht auf die C-Linie kommt. Natürlich wollen wir diesen Bauern schlagen, aber erstmal verhindern wir die Turmaktivität des Gegners. Turm C1, selbstverständlich. So, und jetzt könnte er zum Beispiel den schlagen, aber jetzt können wir dann den schlagen, drohen auf der siebten Reihe zu verdoppeln, dann den zu gewinnen oder vielleicht hier noch was. Wir zwingen den schwarzen Turm, ja, zum Beispiel jetzt irgendwann, zwingen wir den in die passivste aller möglichen Verteidigungen. Natürlich ist das Endspiel noch nicht klar gewonnen und nicht ganz trivial und so. Ja. Aber allein der Blick mit der Intuition, ja, die zwei Türme super aktiv und von Schwarz einer so passiv, der König passiv. Hier kann nur Weiß besser stehen. Ja? Oder auf Gewinn spielen zumindest. Auch wenn es objektiv vielleicht noch haltbar ist und so weiter. Ja? Überhaupt, weil Weiß natürlich hier auch noch einige Schwächen hat, der König auch nicht ganz optimal glücklich steht. Okay, dann ist es so. Aber hier spielen wir mit. Und wenn wir mit Turm B7 die C-Linie, ja, Schwarz kann hier auch erst das Schach geben und dann die C-Linie benutzen. Jetzt spielt Schwarz auf diese zwei Ergebnisse, Sieg oder Remis. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Allein schon vom Spaßfaktor während der Partie. Also achtet bitte unbedingt darauf, das ist quasi so, dass die Zusammenfassung. Ne? Can you smell what the rook is cooking? Guckt, dass ihr den aktiv
einsetzt, um gegnerische Figuren passiv zu halten, gegnerische Bauern zu schlagen. Und spielt sinnvoll mit euren beiden Türmen, die eigene Aktivität betonen, aber auch die gegnerische Passivität sozusagen dann auch nochmal einschränken oder Aktivität einschränken. Und wir wissen alle, ja, zum Beispiel, wir kommen nochmal hier auf dieses Beispiel zurück, wenn es uns, nee, auf dieses Beispiel zurück, wenn es uns gelingt, hier möglichst viele Bauern zu tauschen, ja, wenn wir nicht Turm B1 spielen, sondern irgendwie hier alles mögliche Bauern schlagen, dann wissen wir, selbst wenn wir einen Minusbauern haben bei dem aktiven Turm im Spiel, die angesprochene Fehldarstellung, ja, die könnt ihr euch hier gerne nochmal anschauen, wie, was es damit auf sich hat. Das Wichtigste aller Turmenspiele. Also, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Zeit. Gebt auf eure Türme Acht. Bis später.